Ja, liebe Leute, heute mit einer ganz persönlichen Videovorstellung. Warum? Weil es mir natürlich wichtig ist, euch mitzugeben, was ich für euch tun kann, warum ich überhaupt hier Investment Traders geschaffen habe tatsächlich und was mich dazu bewegt hat, was für euch wichtig sein wird. Kurz zu mir als Vorstellung, damit ihr mich natürlich kennenlernt. Ich bin 34 Jahre jung, Christian Lill, bin glücklich verheiratet, stolzer Papa und seit 2010 am Finanzmarkt. Ich denke tatsächlich, dass der Finanzmarkt eine Geldvermehrungsmaschine ist, wenn man ihn mal verstanden hat. Das Problem ist, die meisten verstehen einfach nicht, haben zu viel Respekt, zu viel Angst oder gehen einfach zu hohes Risiko ein. Wenn ich dir mal kurz erzählen darf, wie ich dazu gekommen bin tatsächlich, habe ich gestartet 2010, ja, ein enger Bekanntenkreis hat mir dann erzählt, er handelt mit Aktien, da kann man durchaus hier Geld verdienen, also Geld verdienen, kling, kling, kling. Da bin ich hellhörig geworden, bin dann natürlich los ins Internet, zack, zack, zack. Hab da rumgegoogelt, ich meine, solche Finanzfluencer oder wie sie denn heißen, gab es damals noch nicht. Also Selbststudium. Was ist passiert? Christian hat ETFs gestartet, ja, tatsächlich als Sparpläne grundsolide, ist aber ganz schnell abgedriftet zu den K.O.-Produkten. Ja, Hebelprodukte, wo man natürlich vermeintlich sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann. Was ist passiert? Depot geschrottet. Boah. Tatsächlich habe ich dann über 5 Jahre gebraucht, bis ich dann irgendwann realisiert habe, wie da mein Weg stattfindet. Und das ist das die Hauptmessage unbedingt. Es ist wichtig zu verstehen, wie sein Geld arbeiten muss, sein Geld arbeiten kann, ja, und sich nicht hier von überproportionalem Risiko oder gar Ängsten leiten zu lassen. Bis heute habe ich es dann tatsächlich geschafft, hier zum einen natürlich Investitionen zu tätigen über verschiedene ETFs, Aktien, Kryptowährungen, ist alles mit dabei und das erwartet dich natürlich auch hier auf meinem Blog, hier auf der Website, du siehst es hier und das ist die Möglichkeit, die ich euch unbedingt mitgeben möchte oder dir persönlich auch, weil es mir ein Anliegen ist, weil eben die finanzielle Bildung in Deutschland komplett untergeht. Meiner Meinung nach sollte es tatsächlich schon in der Schule anfangen, ja, wie funktionieren Kredite, Versicherungen, was ist der Aktienmarkt, ja, das sind wirklich essentielle Dinge, die ich damals in meiner Schulzeit leider nicht mit auf den Weg bekommen habe. Ja, und das ist echt sehr, sehr schlimm, weil es wirklich wichtig ist, dass man versteht, wie sein Geld arbeiten kann, relativ risikolos. Ja, risikolos nicht unbedingt, aber mit relativ wenig Risiko. Ja, 2010 habe ich gestartet, also bis ich dann meinen Weg gefunden habe. 2018 habe ich dann, weil mich das Thema Börse, Trading, Finanzmarkt einfach so gepackt hat, habe ich mich dann entschieden, eine Ausbildung zu absolvieren zum geprüften Finanzmarktanalysten bei der IFTA, ja, International Organization of Technical Analysts, okay? Und das habe ich tatsächlich geschafft, 2018 hier abgelegt und bin jetzt geprüfter Finanzmarktanalyst. Und neben der Webseite, die du hier siehst, mache ich natürlich noch viel anderes, da kommen wir gleich drauf. Hier auf der Webseite zum Beispiel, was erwartet dich da? Was kann ich dir mitgeben? Was ist hier wichtig für dich? Was kannst du für dich hier tatsächlich mitnehmen und profitieren? Ja, zum einen ist natürlich klar, die Website ist hier ganz kostenlos. Ja, das ist mir wichtig, auch wenn ich dadurch natürlich kein Geld verdiene, ganz klar. Ich habe verschiedene Unterbereiche kategorisiert, neben Investments, die hilfreichen Tools. Ja, hier ist alles wirklich mit dabei, verschiedene Bücher zum Start, die ich gelesen habe, die ich verwendet habe, wirklich. Es gibt auch ein Thema Sparen, Partner, Basics. Ich meine, hier ist echt viel, viel dabei und du siehst hier unten auch in dem Bereich, bin ich natürlich klar auch auf YouTube vertreten. Auch hier gibt es immer wieder Artikel, ja, die ich schreibe. Die kannst du gerne durchlesen. Ja, das sind alles so solche wichtigen Artikel. Neben Aktienanalysen, hier zum Beispiel Verizon, gibt es natürlich auch Leitfäden zum Beispiel hier zum Versteuern von Kryptowährungen. Ja, oder tatsächlich, was ein Dividenden-ETF ist. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich damit investieren? Und ich meine, hier, das setzt sich vollends durch. Du siehst sogar hier investieren als an der Börse als Anfänger und Fortgeschrittener und das ist der richtige, brutale Artikel, hier habe ich ewig lang gebraucht und zwar habe ich hier meine persönliche Investmentstrategie detailliert aufgegliedert, ja, ist wirklich ellenlang, dafür solltest du Zeit brauchen, ist aber wirklich, wie ich finde, ein essentieller Mehrwert, ja. Neben den Investmentartikeln, also welche Investments kommen denn in Frage, welche Aktien, wie komme ich auf welche Aktien, was ist wichtig zum Beispiel, Dividenden, ich setze ja tatsächlich vorrangig auf die Dividendenstrategie, sind natürlich auch solche Deutschlands bestes Festgeldkonto wichtig. Warum? Weil sie einfach zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ja, jetzt brauchst du dich sicher nicht mehr nach dem Festgeldkonto umschauen. Die Zinsen sind wirklich im Vergleich zum hier September 23 deutlich
gefallen. Ja, in dem Fall ist das jetzt eben wichtig. Hier kannst du natürlich auch ganz klar auch die Möglichkeit nutzen, unseren Newsletter hier zu abonnieren. Kannst dich eintragen, kriegst natürlich alles hier direkt per Push, per E-Mail auf dein Smartphone oder natürlich auf dein Tablet. Ganz klar, ich bin neben dem aktiven Führen hier dieses Investment Trader Webseite noch auf viele anderen Möglichkeiten aktiv. Natürlich zum Beispiel auch hier neben YouTube auch auf Facebook. Ganz klar, ja, es gibt Investment Traders als Facebook. Hier gibt es natürlich deutlich mehr Action, weil ich hier natürlich ganz kurzfristig auch verschiedene Sachen posten kann oder vorstellen kann. Es gibt eigene Gruppen zum Trading lernen zum Beispiel. Es gibt eigentlich die Gruppe, die hier sich mit Finanzen, Dividenden und Börse grundsätzlich beschäftigt. Ich finde es halt wichtig, einfach so viele Leute wie möglich abholen zu können, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Ja, und dann siehst du natürlich, klar, gibt es immer Videos, gibt es Beiträge etc. pp. Kannst du dir alles natürlich durchlesen und einfach kostenlos folgen. Ja, ich meine, braucht man auch kein Geld dafür bezahlen. Neben den aktuellen Sachen, die ich dir hier vorgestellt habe, bin ich natürlich auch noch aktiver Trader, tatsächlich auch auf heavytraders.live. Dort gibt es natürlich hier für wirklich aktive Trader mögliche Handelsansätze. Hier stelle ich natürlich auch möglich meine Trading Setups vor. Das wäre hier für die Website einfach viel zu komplex. Ja, da habe ich mir wirklich guten Partner an die Seite geholt, eben hier Heavy Traders. Und natürlich bin ich auch auf Stocktree zu finden im freien Bereich. Hier einfach Christian Lill einfach mal eingeben. Dann siehst du natürlich, auch hier gibt es eine Menge Content, die ich hier tatsächlich gerne vorstellen möchte, nutzen. Da möchte ich einfach mal hier tatsächlich aufwachen lassen, dass sich die Leute tatsächlich mit dem Thema Geld beschäftigen, weil es ist essentiell. Alle arbeiten für sein Geld oder für ihr Geld. Was machen sie damit? Ja, die meisten verkonsumieren es einfach. Ja, es ist schön. Es ist schön vielleicht für den einen oder anderen, das iPhone XY 15 Max zu haben. Ja, oder für den anderen reicht auch irgendwie ein Samsung-Handy. Der eine muss unbedingt Porsche fahren und spart darauf hin. Dem anderen reicht ein Skoda Fabia. Ja. Das sind immer so Themen, die sind natürlich hier individuell gestaltet. Aber ich, für meinen persönlichen Teil, ist halt wichtig, dass ich mir tatsächlich die Möglichkeit aufbaue, neben passivem Einkommen auch das zu tun, was ich will, ja, und wann ich es will, ja, und dass ich nicht arbeiten gehen muss, um Geld zu verdienen, sondern einfach Geld arbeiten lassen kann, um ich dann entscheide irgendwann, okay, jetzt reicht's, ne? Ich will die Welt sehen oder ich kaufe mir ein schickes Haus auf Zypern oder in den Bahamas oder weiß der Geier was, ja, aber diese Möglichkeit sollte mir unbedingt offen stehen und ich hoffe, ich kann dich da ein bisschen abholen, wenn du Lust drauf hast, klar, wie gesagt, gerne kannst du natürlich hier den Newsletter nutzen. Du kannst Facebook nutzen, um mir zu folgen. Du kannst natürlich auch, klar, YouTube-Channel abonnieren. Du kannst auch alles zusammen machen. Ja? Tatsächlich, ich freue mich, wenn ich dir hier ein paar Tipps und Tricks vom Finanzmarkt mit auf den Weg geben kann. Ich bin da doch schon ein paar Jährchen jetzt dabei. Wie gesagt, sind jetzt im 14. Jahr. 2010 bin ich tatsächlich hier gestartet. Natürlich mit einer Bruchlandung. Und das ist auch das, was ich da unbedingt mit nach außen tragen möchte, dass es natürlich Bruchlandung gibt, erst recht, wenn man alleine durch diesen Markt tingelt. Ja. Man weiß ja gar nicht, wo man starten soll, was man überhaupt machen soll. Soll ich traden? Was für eine Art von Trading? Soll ich investieren? Wie soll ich investieren? Kryptowährung, ist das ein heißes Eisen oder nicht? Das sind alles so Themen, da hätte ich damals auch gerne einfach jemanden an der Seite gehabt, der mich an die Hand genommen hatte oder der gesagt hat, Christian, pass auf, schau, natürlich ist jedes Risikoprofil komplett anders im Trading- und Investmentbereich. Komplett kannst du das nicht mit mir eins zu eins gleichziehen. Ja. Aber es geht einfach nur darum, dir mögliche Tipps und Tricks an die Hand zu geben, tatsächlich, dass du durchaus profitieren kannst oder nützliches Wissen umsetzen kannst. Du musst natürlich auch wissen, ich bin nicht akkreditiert vom Wertpapierhandelsgesetz hier, dich eingehend zu beraten. Aber wenn du eine Frage hast, teil's gerne, kommentier es gerne auf YouTube zum Beispiel oder schick mir eine Messenger auf Facebook. Frag einfach eine Frage und schick's mir per E-Mail info@investmenttraders.com. Nutz doch die Gelegenheit. Ja? Ich mache das ja tatsächlich nur für euch. Ich nutze da meine Zeit durchaus tatsächlich, um dir hier ein paar wirklich Tipps und Tricks eben, wie gesagt, an die Hand zu geben. Allen voran hier im Investmentbereich kann man natürlich ganz klar nutzen, hier um sich Wissen rauszuholen, rauszuziehen. Insofern wünsche ich dir tatsächlich allzeit gute Recherche, gute Trades natürlich, steigende Performance, Dividenden, Income en masse. Und ich hoffe, dass du auch irgendwann den Weg findest, tatsächlich dich oder dein Geld für dich arbeiten zu lassen, dass du auch irgendwann an dem Weg bist, entscheiden zu können, kann oder muss ich noch arbeiten oder was mache ich stattdessen? Mache ich einfach das, was mir Spaß macht? Ja, und das ist das, was mir Spaß macht. Hier brenne ich wirklich förmlich, wer mich kennt,
nicht nur hier über, wie gesagt, Social Media, sondern auch hier privat vor allen Dingen oder über Stockfree oder über heavytraders.live. Ich brenne dafür, was ich tue und ich möchte gerne auch bei dir ein bisschen Feuer entfachen und ich hoffe, ich kann dich da mitnehmen. Freut mich also, wenn du mich besuchst, wenn du mir schreibst, wenn du mir kommentierst. Ansonsten darf ich dich natürlich wieder zum nächsten Video begrüßen. Bis dahin.